Herzlich willkommen, liebe Zuhörer vom Unternehmerradio, zu einer weiteren Episode. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Danilo Manka. Und mein Name ist Holger Wassermann. In der heutigen Sendung haben wir einen familieninternen Nachfolger zu Gast und dieser Nachfolger hat ein Unternehmen, ein relativ großes Unternehmen von seinen Eltern übernommen und bevor wir jetzt richtig loslegen und Sie das Ganze von ihm auch höchstpersönlich erfahren, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass Sie alle Informationen aus dieser Sendung auch auf unserer Webseite finden, www.unternehmer-radio.de. Wenn Sie da auch regelmäßig über unsere Folgen informiert werden möchten, können Sie sich dort auch in unsere Liste eintragen, so E-Mail-Liste, dann bekommen Sie regelmäßig eine Information, dass eine neue Sendung online gegangen ist. Holger, du kennst ja unseren Gast schon ein wenig. Möchtest du ihn vielleicht vorstellen? Ja, sehr gerne, Danilo. Heute haben wir nämlich zu Gast einen ehemaligen Studenten von mir, den Christian Geier. Herr Geier hat BWL und Wirtschaftsinformatik, wenn ich mich recht entsinne, bei uns studiert, hat jetzt von seinen Eltern die Leitung übernommen von der TAS AG. Das ist einer der führenden Anbieter in dem Bereich von Kundenkommunikationsdienstleistungen. Die TAS ist da mit einer der Qualitätsführer, was unter anderem eben auch darin sichtbar wird, dass es 2016 als praktisch Anerkennung dafür den großen Preis des Mittelstands dafür gab. Da gratuliere ich nochmal ganz herzlich zu. Herr Geier ist auch der Landesvorsitzende von den jungen Unternehmern in Sachsen und Thüringen, ist also auch sehr engagiert in diesem Bereich Unternehmertum und das in den neuen Bundesländern voranzubringen. Deshalb freue ich mich sehr, Herrn Geier mal wieder zu sprechen. Hallo. Hallo. Hallo Herr Geier, ich freue mich auch sehr. Hallo. Auch von meiner Seite natürlich nochmal einen herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns immer noch. Ja, wie ist es damals dazu gekommen? Vielleicht können wir da mal kurz direkt einsteigen. Genau. Wir haben uns vor 3 oder 4 Jahren das erste Mal für den Preis beworben und begleiten auch die Oskar-Patzel-Stiftung schon seit einigen Jahren. Und dann hat sich das dann letztes Jahr so ergeben, dass die Stiftung der Meinung war, dass wir den Preis verdient haben, waren das Jahr davor schon Finalist und letztes Jahr haben wir dann die Auszeichnung bekommen und die Stiftung schaut natürlich, wie ist auch die Entwicklung des Unternehmens, welchen Fortschritt, welches Wachstum gibt es auch, welche Entwicklung auf der Mitarbeiterseite und da haben wir wohl überzeugt und haben am Ende den Preis dann auch erhalten. Sie haben ja jetzt damals das Unternehmen von Ihren Eltern übernommen. Stand das schon früh fest oder wie war das bei Ihnen? Es war von Anfang an so, dass meine Eltern nie die Erwartung mir gegenüber geäußert haben, dass ich das Unternehmen übernehmen sollte und hatten mir auf freie Hand gelassen in dem, was ich tun will und was ich tun kann. Und tatsächlich war es auch so, dass ich am Anfang, als ich noch etwas jünger war, überhaupt gar nicht das Ziel hatte, das Unternehmen zu übernehmen. Und das war auch gar kein Thema zwischen meinen Eltern und mir. Ich wollte tatsächlich mal Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Das war mein erster Weg, tatsächlich auch an der TU Berlin. Und hatte das dann auch begonnen und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, das war der falsche Weg, den ich da als junger Mensch eingeschlagen habe. Mein Herz schlägt mehr, als ich mir selber zugestehen wollte, dann doch für das Familienunternehmen und bin dann aus wirklich eigenem Willen und eigenem Treiben in das Unternehmen zurückgegangen und habe dann wirklich ein kleines Projekt, separates Projekt übernommen und bin so langsam auch in das Unternehmen hineingewachsen, aber immer ohne, dass meine Eltern wirklich die Erwartung geäußert haben, dass ich es auch wirklich irgendwann mal übernehmen soll. Es ist tatsächlich Stück für Stück einfach aus dem Tun heraus entstanden. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, dass die Erwartungshaltung und der Erwartungsdruck auch von den Eltern nicht zu groß gemacht wird, weil das, glaube ich, eher die Kinder von dem Unternehmen wegtreibt, als dass es sie hintreibt. Insofern haben wir, glaube ich, aus meiner Sicht den richtigen Weg für uns gefunden. Und am Ende heute habe ich die Verantwortung, aber eben immer mit dem Gefühl, dass ich auch selber die Entscheidung dafür getroffen habe. Also eine Frage, die mich da auch direkt interessiert, ist,
Wie haben Sie denn das Unternehmen zu Hause wahrgenommen? Also wir haben jetzt schon mit anderen Unternehmern auch gesprochen und da ist dann zwischendurch auch mal das Wort internes Familienmarketing gefallen, also dass die Firma auch intern in der Familie als etwas Positives wahrgenommen wird. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Also ich war 7 Jahre alt, als das Unternehmen gegründet wurde. Das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her, also ziemlich genau 25 Jahre. Und ich habe es als Kind immer positiv wahrgenommen. Meine Eltern haben das Unternehmen zu zweit gegründet. Das heißt, es war am Anfang wirklich eher so, heute würde man sagen Start-up. Ja? Damals war es einfach eine Neugründung nach der Wende hier im östlichen Teil Deutschlands. Und da habe ich eher so als Kind mitgeholfen, Briefe zu falten, Briefe einzutüten. Ich habe sozusagen im Marketing schon mitgearbeitet als Kind, wenn man so will. Und habe es ehrlich gesagt weder positiv noch negativ wahrgenommen. Es war einfach immer existent. Also ich kannte kein Leben ohne das Unternehmen meiner Eltern. So habe ich das eigentlich tagtäglich erlebt und natürlich auch die Gespräche zwischen meinen Eltern, da habe ich wahrscheinlich auch immer ziemlich genau hingehört und habe vielleicht das eine oder andere daraus auch gelernt, aber niemals irgendwie nie bewusst, dass ich jetzt sage, okay, ich will irgendwann das Unternehmen übernehmen, jetzt muss ich mal genau hinhören, sondern es war ein ganz normaler Teil unseres Lebens und das war die Leidenschaft oder ist auch heute noch die Leidenschaft meiner Eltern. Das zweite Kind sozusagen, mein Schwisterchen, was am Ende immer mit in der Familie existent war. Das heißt, die haben das auch nicht so als Konkurrenz empfunden, weil das ist häufig so die Kritik von anderen Unternehmerkindern, die dann dem Vater oder der Mutter vorgeworfen werden, naja, für mich war ja nie Zeit, die Firma ging immer vor. Gar nicht, ganz, also ehrlich, das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich generell ein Mensch bin, der auch gerne alleine ist und jedes Unternehmerkind weiß, glaube ich, auch, dass Unternehmereltern selten um 3 und 4 zu Hause sind und dass man sich als Unternehmerkind schnell auch lernen muss, selbstständig zu sein. Und wenn Sie meine Mutter fragen würden, die hat mich immer ganz verwundert angeguckt, wenn sie mal doch um 4 und 5 zu Hause war und ich zu ihr sagte, was willst du denn schon hier? Ja. Also es war tatsächlich eher gelebte Praxis. Ich hatte nie das Gefühl, dass meine Eltern nicht für mich da sind in den entscheidenden Momenten. Mhm. Aber das hat ja häufig nicht was mit Quantität der Zeit zu tun, sondern eher mit Qualität. Ja. Und deswegen, es war alles gut organisiert. Ich war versorgt, ich hatte mein Essen, die Schule hat auch gut funktioniert. Also insofern hatte ich nie das Gefühl, dass meine Eltern nicht für mich da sind und hatte dadurch auch nie dieses Konkurrenzgefühl mit dem Unternehmen. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiges Element, dass eben einerseits trotzdem eben eine gute Familie da ist und eben auch kein Druck ausgeübt wird auf das Kind. Und dann wird man eben damit auch belohnt, dass dann das Kind von alleine kommt und die Nachfolge macht. Das fällt vielen Unternehmern wirklich sehr schwer. Also entweder will man unbedingt, dass der Nächste das macht und übt dann zu viel Druck aus. Wie ist es denn so mit Fehlern? Dürften Sie auch Fehler machen? Sicherlich, und ich habe wahrscheinlich auch viele Fehler gemacht. Ich mache heute auch noch Fehler. Ich glaube, jeder Mensch macht jeden Tag immer mal einen Fehler. Genau. Durfte ich, und ich kann das auch nur bestätigen. Es ist eine sanfte Integration, sage ich jetzt mal so, ohne aber die Erwartung oder dieses Gefühl der Erwartung zu äußern, sondern wirklich das Unternehmen ganz selbstverständlich in die Familie zu integrieren und daraus natürlich ein Interesse auch bei dem Kind oder bei dem Nachfolger zu entwickeln, was aber nicht zwingend in einer Erwartung münden muss. Ja? Also das ist, glaube ich, schon so das Erfolgsrezept. Und wenn es dann um Fehler geht, dann ist es so, dass meine Eltern mir damals ein separates Projekt gegeben haben auf der grünen Wiese, also so eine Art Spin-off, wo ich wirklich mich auch frei entfalten konnte und wo ich einfach sagen könnte, okay, ich gestalte in diesem Bereich alles so, wie ich das auch möchte, auch mit meinen jungen Jahren. Und dann habe ich gemeinsam mit 2 Azubis eben ein Projekt aufgezogen, mir zu dritt. Ich war sozusagen
der Chef des Ganzen. Und dann haben wir da tatsächlich auch ein vernünftiges Projekt, ein vernünftiges Unternehmen im Unternehmen aufgebaut, was heute noch existiert und was heute auch noch sechsstellige Umsätze dazu beiträgt, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und insofern so eine eigene Spielwiese mit viel eigener Verantwortung, wo dann natürlich auch Fehler direkte wirtschaftliche Konsequenzen haben, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen im Nachhinein, anstatt in vorhandenen Strukturen immer so derjenige zu sein, der jetzt eingeführt wird. Ja. Also das war unbewusst damals, diese Entscheidung, aber ich denke, sie war im Nachhinein ein absolut empfehlenswerter Weg, wie man Nachfolge auch gut gestalten kann. Ja, kann ich, glaube ich, auch schon ankündigen. Wir haben noch einen anderen, auch ehemaligen Studenten von mir. Da läuft das ganz genauso. Also der Vater, da sind es allerdings zwei Kinder, gibt eben denen dann eben auch praktisch so die Geschäftsführung einer Tochtergesellschaft und lässt die dann machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Damit man das jetzt so ein bisschen einordnen können für die Zuhörer, die TAS AG hat so, bei Übernahme waren es 350 Mitarbeiter, damit man mal so eine Idee hat. Wie viel sind es jetzt? Jetzt gehen wir stark auf die 500 zu, also 450, 500. Ja, genau. So dass man auch mal eine Vorstellung hat, wenn wir hier von Tochterunternehmen sprechen, muss man dann natürlich auch können. Also das ist vielleicht so eben auch ein Hinweis an die Unternehmer, Nachfolge klappt häufig besser, wenn die Unternehmung auch einen Tick größer ist, weil man dann sowas ermöglichen kann, eben so ein, ich sag mal, Sandkasten, und weil dann aber eben auch schon viel mehr Struktur da ist. Ja. Jetzt macht das ja alles so den Eindruck, als wenn es relativ einfach oder fließend gelaufen ist, die Nachfolge. Gibt es auch so einen Punkt, wo Sie sagen, okay, das war für mich im Rahmen der Nachfolge so die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht tatsächlich das Thema Führungsstil. Natürlich haben Gründer, also jetzt bei meinen Eltern waren es Gründer oder auch eine andere Generation, die Vorgeneration, vielleicht ein anderer Führungsstil als man selber hat, als vielleicht die Nachfolgegeneration hat. Und diesen Führungsstil natürlich irgendwo neu zu etablieren, auch die Mitarbeiter dann mitzunehmen, was bedeutet denn das jetzt eigentlich, wenn ich die Verantwortung habe, was sind denn meine Erwartungen und so weiter, das war jetzt so im Unternehmen die größte Herausforderung. Und dann auch in dem Verhältnis zu meinen Eltern ist es sicherlich auch immer wichtig, dass man die richtige Waage zwischen Emotionalität und auch Rationalität findet. Das heißt, all die rationalen Themen, die auch zu einer Nachfolge gehören, Anteilsüberschreibung und Ähnliches, das sind alles Themen, die natürlich immer mit Emotionen besetzt sind von beiden Seiten. Der eine, der abgeben muss, der eine, der übernimmt. Und diese Emotionen muss man, glaube ich, auch verstehen lernen, und da gibt es natürlich auch Diskussionen und Wortwechsel, und wichtig ist es, glaube ich, dass beide Seiten dann ein Verständnis entwickeln, was sind denn die wichtigen Punkte des anderen, also sowohl das Kind bei den Eltern als auch die Eltern zum Kind, und das waren so die beiden größten Herausforderungen aus meiner Sicht, die wir hatten, aber sind alle lösbar, ja. Ja, Sie haben ja angedeutet, dass da Reibung entstanden ist. Hat zwischenzeitlich auch das Verhältnis zwischen, also Ihnen und Ihren Eltern, auch vielleicht darunter gelitten? Oder kann man sagen, so, nee, das waren Diskussionen und dann hat man sich da kurz kurz diskutiert und dann war es aber auch gegessen und dann war es auch in Ordnung? Also gelitten würde ich nicht sagen, weil ich, das liegt aber auch ein Stück weit daran, wie welche Lebenseinstellung hat man auch, ja, was ist einem wichtig, und ich glaube, nichts sollte wichtiger sein als die emotionale Beziehung auch zwischen Kind und Eltern, und das sollte man niemals über die rationalen Dinge stellen, egal wie wichtig einem das Unternehmen ist, aber das Unternehmen sollte niemals wichtiger sein als das Kind, jetzt aus Elternsicht, und die Übernahme aus Kindsicht, das Unternehmen sollte niemals wichtiger sein als eine gute Beziehung zu den Eltern. Also, und wenn man das ganz oben hinstellt, dann gibt es natürlich Diskussionen, und die gehen auch mal nicht nur einen Abend oder auch nicht nur eine Woche, sondern die ziehen sich natürlich auch mal über mehrere Wochen. Aber wenn man sich sicher ist, dass man
sie emotional nahesteht und dass das das Wichtigste ist, finden sich für die rationalen Themen immer Lösungen, wo jeder einen Kompromiss eingeht und am Ende alle auch glücklich werden. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste dann in dem Punkt. Ja, das macht, glaube ich, einen ganz großen Anteil an einer erfolgreichen Nachfolge auch aus, wenn sie familienintern ist. Wie ist es denn jetzt, wenn Sie zusammen irgendwie Weihnachten feiern oder Geburtstag? Schaffen Sie es dann nicht, über die Firma zu sprechen? Ich stelle mal die Frage, warum soll ich mich zwingen, nicht über die Firma zu reden? Weil sie ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Das heißt, ich achte nicht drauf, ob wir über die Firma reden oder nicht, sondern wenn wir darüber reden, weil wir das Bedürfnis haben, dann tun wir das. Und wenn nicht, und solche Abende gibt es definitiv auch, dann tun wir es eben nicht. Also die Geiselung, die Firma aus der Familie rauszuhalten in einem Familienunternehmen, ist wirklich schwierig, weil sie einfach Teil der Familie ist. Ja, und es ist, ja, ich kann Ihnen das gar nicht beantworten, ob wir jetzt Weihnachten immer über die Firma reden, weil ich nehme diese Trennung nicht bewusst wahr. Ein klasse Statement von einem echten Unternehmer, genau. Ja, nee, so ist es. Also dann schlägt halt das Herz wirklich dafür und dann ist es ja eben nicht die Trennung in Freizeit und Arbeit, sondern das ist man halt. Richtig. Ja, genau. Nee, genau. Ist es denn eigentlich auch ein großes Thema? Sie sind jetzt ja auch da bei den jungen Unternehmern aktiv. Wie groß ist denn da dieses Thema Gründung und Nachfolge? Gerade bei den Familienunternehmern ist das, glaube ich, schon ein Thema. Wir haben, und das ist auch mal wichtig, glaube ich, auch nochmal zwei Bereiche, die man in Deutschland auch aus meiner Sicht sehen sollte. Es gibt natürlich die alten Bundesländer, wo eine Nachfolge natürlich auch schon geübt ist in mehreren Generationen. Wir haben jetzt in dem östlichen Teil Deutschlands tatsächlich das erste Mal so die Situation, dass diejenigen, die nach der Wende Unternehmen gegründet haben, jetzt so langsam in diese erste Nachfolgegeneration rutschen und da schon auch, ich sage jetzt mal, Fragen entstehen und auch Diskussionen und ich auch mit den jungen Unternehmern, wo auch einige Nachfolger dabei sind, mich natürlich auch austausche. Okay, wie macht ihr denn das? Was sind denn eure Herausforderungen? Also es ist schon unter den jungen Unternehmern ein Thema, weil es eben gerade so in unserem Teil des Landes und dann eben auch diese Generation gerade so im Wechsel ist. Mhm. Diejenigen, die mit 30, 40 eben nach der Wende gegründet haben, die sind jetzt eben 60 und älter und jünger und denken halt viel über dieses Thema nach und haben dementsprechend natürlich dann auch Nachfolger, die sie einarbeiten wollen. Und dann hat man dann schon öfter diesen Austausch. Möchten Sie wissen, wie übergabefähig Ihr Unternehmen derzeit ist? Dann nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und machen Sie unseren kostenlosen Test auf www.unternehmer-radio.de/test. Die Fragen und Ihre Ergebnisse können Sie sich per E-Mail zuschicken lassen, um erste Vorbereitungen für Ihre Unternehmensnachfolge vorzunehmen. Diesen kostenlosen Selbsttest finden Sie unter www.unternehmer-radio.de/test. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen geistig bei diesem Punkt. Die TAS AG ist jetzt ja durchaus so für die neuen Bundesländer schon mal deshalb untypisch, weil sie so groß sind. Die Unternehmen in den neuen Bundesländern sind ja ganz extrem kleinteilig. Also wir haben, glaube ich, irgendwie 90-95% so bis 10 Mitarbeiter. Und das wird ganz häufig so auf diesen, vielleicht auch so ein bisschen weniger Wachstumswille zurückgeführt, weil dann gesagt wird, ja, so nach der Wende, da hatten wir eben auch viele Unternehmer oder viele Gründer, die so ein bisschen mehr aus der Not heraus gegründet haben. Sehen Sie dann noch vielleicht noch eine andere Ursache dafür, dass halt wir so viele kleine Unternehmen haben? Also ich sehe es so, dass die Situation so ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was definitiv unsere Region die nächsten Jahre beschäftigen sollte und auch beschäftigen wird. Ich sehe die Ursache natürlich auch in der Grundsache an sich. Wenn ein Unternehmen erst vor wirklich ernsthaft vor 25 Jahren gegründet werden konnte, klar gibt es dann Möglichkeiten in den 25 Jahren auch in die Größe zu wachsen, in der wir auch gewachsen sind. Nun ist aber die Mitarbeiterzahl bei uns natürlich auch insofern dadurch geprägt, dass unsere Branche sehr, sehr personalintensiv ist. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, natürlich auch der Fall, dass
hier in unserer Region auch weniger Zeit war, wirklich groß zu werden. Ja, man einfach sagt, gibt in den alten Bundesländern natürlich auch einen erheblich längeren Zeitraum, wo es möglich war, Unternehmen schon mal aufzubauen oder auch fortzuführen. Auch das darf man ja nicht vergessen, dass dann auch viele Unternehmen hier in der Region nach dem Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr fortgeführt wurden. Ja? Genau. Von diesen Prozessen haben natürlich auch die westlichen Regionen profitiert und mit dementsprechenden Ergebnissen heute. Daran muss sich sicherlich noch was ändern. Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Wollens ist. Was ich kann nur von uns auch sprechen. Wir haben zu 95%, wenn ich jetzt mal Berlin mit einrechne, unsere Kunden auch in den alten Ländern und in Berlin. Das heißt, der Wille muss natürlich auch da sein, dort auch Vertriebsarbeit zu machen und dort natürlich auch Kunden zu suchen. Und meine Eltern sind von Anfang an, haben sie das auch getan. Und es war schon immer so, dass wir unsere Kunden nicht hier in der Region gefunden haben, sondern immer außerhalb unserer Region. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter mehr haben, weil wir natürlich dort auch den Kontakt zu den Unternehmen aus den westlichen Bundesländern dann auch von Anfang an gesucht haben und darauf auch unser Geschäftsmodell aufgebaut haben. Also dieser zeitliche Aspekt ist wirklich ganz bedeutend. Also wir haben halt diesen Cut gehabt, diesen Schnitt. Wir haben jetzt diese große Welle an Unternehmern, die damals gegründet haben, die jetzt halt den Nachfolger suchen. Und sie hatten eben auch wirklich nur die 25 Jahre, 30 Jahre Zeit, die Unternehmung aufzubauen. Und wir haben in den neuen Bundesländern gerade eben auch nicht diese Nachfolgestruktur drumherum. Und das ist in den alten Bundesländern wirklich was ganz anderes. Das ist genau wie Sie sagen. Da sind wir gerade in so einer Startphase sozusagen. Und das ist eine große Herausforderung. Ja. Ja, also das sehe ich genauso und wie gesagt, die Aufgabe ist es jetzt, die zu meistern, weil das ist natürlich auch die Grundlage für die Weiterentwicklung der Region hier, dass man dann eben auch sagt, okay, man kann jetzt auf die Nachfolge aufbauen, die sind jetzt 30 und dann hat man die nächsten 40 Jahre eben Zeit, auch die nächste Entwicklungsstufe auch für die Region zu erreichen. Weil wenn jetzt die Unternehmen natürlich auch aufgekauft werden von Unternehmen, die aus anderen Regionen kommen, dann verliert sich natürlich auch der Mittelstandseffekt hier in der Region ein bisschen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Deswegen bin ich da auch klar dafür, dass eher auch eine Nachfolge entweder innerhalb der Familie oder zumindest durch Weitergabe des Unternehmens, weil sonst wirklich die Mittelstandsstruktur auch hier in der Region in Gefahr wäre. Und das ist, glaube ich, eher nicht positiv für die Region zu beurteilen. Ja, ja. Wir hatten ja im letzten Jahr, gab es dort dieses Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Und da waren es halt auch genau die Themen und eben auch dieser eine wichtige Punkt, dass eben nach der Wende damals eben wirklich in den neuen Bundesländern ganz breitflächig im Prinzip die Unternehmen eigentlich nur gegründet wurden, so als verlängerte Werkbank von den Firmenzentralen, ich sag mal im Westen. Und das führt eben auch dazu, dass sich dann natürlich ein niedrigeres Lohnniveau, was wir ja so hatten, was auch das Verkaufsargument war, eben auch verfestigt. Und dadurch kann man halt in den alten Bundesländern besser verdienen und dadurch gehen dann viele Jugendliche dann dahin. Und dadurch fehlen jetzt halt hier auch wieder die Fachkräfte und die Nachfolger. Also es ist ja so ein Kreiseffekt und sehe ich halt auch so. Also wir müssen unbedingt es schaffen, irgendwie den Mittelstand hier zu stärken, weil der eben auch für diese, ganz wichtig ist für den sozialen Frieden. Und wir haben jetzt gerade wieder die Diskussion um die Gehälter vom VW-Vorstand. Was so ein bisschen anzeigt, wie bei Konzernen, wie weit die eigentlich so von der Basis entfernt sind. Definitiv, ich will es nicht zu plakativ machen, aber der Mittelstand könnte die einzige Chance auch sein, für die Region wirklich dann den Schulterschluss zu finden mit anderen Regionen. Natürlich sind Regionen wie Leipzig und Dresden auch
so von der Städtestruktur her mittlerweile so attraktiv. Aber es ist auch hier bei uns einfach so, dass natürlich BMW und Porsche und Amazon und wie sie alle heißen, natürlich hier investieren und hier dementsprechend natürlich auch Arbeitnehmer auch suchen und nicht nur niedrig qualifizierte, sondern auch wirklich einen Querschnitt. Aber ich glaube, so den richtigen Schwung bekommen wir, wenn wirklich der Mittelstand weiter wächst, wenn wirklich die Firmenzentralen hier in der Region größer werden. Und ich merke es ja auch an uns. Also mittlerweile können wir auch gerade im Vertriebsbereich auch Mitarbeiter begeistern, aus einem, sag mal, Westkonzern wirklich zu uns zu wechseln. Erstens Wohnqualität hier, unabhängig jetzt auch von der Preis-Leistung des Wohnens, das ist das eine, aber auch das ganze Thema Kultur, auch Mentalität, die sicherlich auch, Wirtschaft wird manchmal hier in der Region auch nochmal ein bisschen persönlicher und menschlicher betrieben, als es vielleicht in den alten Ländern der Fall ist. Also es gibt ganz viele Faktoren, die eigentlich auch für die Region sprechen. Es muss natürlich auch das Potenzial da sein, solche Mitarbeiter zu bezahlen, die natürlich auch mit Gehaltsvorstellungen kommen, die eben in Düsseldorf, München, Köln und so weiter üblich auch sind. Und das ist eigentlich dann die große Herausforderung, diese Lücke auch zu schließen. Und aber ich denke, in den nächsten 10, 20 Jahren können wir da mit einer guten Nachfolge sozusagen dann auch noch einiges erreichen. Interessiert mich ja doch nochmal, wie die Veränderungen tatsächlich auch im Unternehmen sich ausgewirkt haben, weil wir haben jetzt so viel über Generationswechsel gesprochen. Da kommen natürlich auch ganz andere Ideen mit in so ein Unternehmen rein. Punkt A, was hat sich verändert? Vielleicht auch im Rahmen Digitalisierung, das interessiert uns natürlich auch immer sehr. Und B, wie haben auch die Mitarbeiter auf diese Veränderungen reagiert? Also verändern hat sich sicherlich einiges. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man mit einem gewissen Respekt als Nachfolger auch an solche Veränderungsprozesse herangeht und eben nicht sich hinstellt und sagt, okay, ich bin jetzt derjenige, der alles neu erfunden hat und der irgendwie jetzt weiß, wie es funktioniert, sondern auch mit Respekt gegenüber den Mitarbeitern, die ja teilweise auch länger im Unternehmen sind als man selber, dann auch umgeht, aber trotzdem einen Veränderungsprozess antreibt und die Mitarbeiter dann auch mitnimmt. Was hat sich verändert? Sie sprechen die Digitalisierung an. Natürlich, das bewegt uns genauso. Wir sind zwar an sich von unserem Geschäftsmodell schon sehr digital und nah an der Digitalisierung dran, aber auch wir haben natürlich in den Unternehmensprozessen natürlich auch immer wieder noch Bedarf, Dinge zu digitalisieren. Und wie gesagt, da gilt es eben da, jeden Stein sicherlich mal rumzudrehen, aber ihn im Zweifel auch wieder genauso hinzulegen, wenn man in der Analyse feststellt, okay, das war alles gar nicht so schlecht, wie das damals installiert wurde. Und das ist die große Herausforderung, auch die große Aufgabe, dass man das gut abwägt zwischen Veränderungswille und Veränderungsprozess und auch Notwendigkeit, aber gleichzeitig auch den Respekt und die Anerkennung über das, was schon da ist und dass tatsächlich nicht alles, was irgendwie mal vor 15 Jahren geschaffen wurde, zwingend heute modernisiert werden muss, nur damit man etwas modernisiert, sondern man kann auch vorhandene Strukturen und vor allen Dingen auch informelle Strukturen zum Teil zerstören, wenn man einfach wie die Axt im Walde sozusagen in die Struktur hineingeht. Wir haben die Mitarbeiter das empfunden, die dadurch, dass ich natürlich langsam in das Unternehmen hineingewachsen bin, auch mit dem separaten Projekt, war ich immer natürlich auch wenn es nur zum Teil war, immer integriert auch schon in die Prozesse. Das war natürlich ein Prozess und der läuft ja oder lief ja über 10 Jahre hinweg, wo natürlich erstmal mit einer gewissen Vorsicht auch geschaut wurde, okay, was macht die Familie jetzt da, wie positioniere ich mich auch als Person. Und das Wichtige war, glaube ich, dass ich niemals mich hingestellt habe und gesagt habe, ich bin jetzt euer Chef und da geht's lang, sondern auch gerade am Anfang, als ich angefangen habe, mich zu integrieren, viel einfach auch integrativ gearbeitet habe und einfach auch gefragt habe, was eben die Mitarbeiter von deren der Lösung halten. Und das ist, glaube ich, auch für jeden Nachfolger wichtig, dass man integrativ arbeitet, die Mitarbeiter mitnimmt
und daraus dann, ich sage jetzt mal, auch einen neuen Führungsstil entwickelt und daraus sich dann auch Respekt automatisch entsteht, wenn dann auch natürlich Leistungen und Erfolge kommen. Aber es ist eben dann wichtig, dass der Mitarbeiter jetzt nicht denkt, naja, jetzt stellt der junge Kerl sich da vorne hin, hat von nichts eine Ahnung und will mir jetzt sagen, wie das hier funktioniert. Dabei arbeite ich hier schon 20 Jahre. Das funktioniert aus meiner Sicht auch nicht. Und das ist dann so mein Appell auch an die Nachfolger. Habt auch ausreichend Respekt vor denjenigen, die 20 Jahre schon in dem Unternehmen arbeiten und nehmt sie mit und macht sie zu euren Freunden und dann funktioniert das, glaube ich, erheblich schneller und besser mit der Übergabe auch in der Struktur, als wenn man das nicht tut. Ja, Geier, wenn jetzt jemand, einer unserer Zuhörer, noch eine virtuelle Assistentin oder Telefonassistentin sucht, wo finden wir sie im Internet? Unter www.tasag.de, alles zusammengeschrieben. Das ist unsere Website. Und dann findet man auch diese Dienstleistung darunter. Ja, ansonsten mich im Zweifel auch direkt über die bekannten Social Media Kanäle ansprechen. Ich bin überall unter meinem Namen zu finden. Insofern da auch ganz unkompliziert einfach mich anschreiben. Super, prima. Dann bedanken wir uns für das Gespräch heute. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und von mir auch alles Gute. Vielen Dank. Ja. Tschüss, schönen Abend noch. Bis dann, tschüss. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Episode. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, dann tragen Sie sich in unsere E-Mail-Liste ein unter www.unternehmer-radio.de/liste. Wir vom Unternehmerradio verabschieden uns für heute und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten.